40 war der Rückstand auf die führende Marit Björgen bei diesem Jagdstart gewesen, hält in etwa diese Position, aber viel wichtiger ist ja, wie sie sich in dieser Gruppe präsentiert, um dann vielleicht noch hier am Ende dieses langen Winters ein Top-10-Resultat abzuliefern. Der Bereich dahinter, auf den Heidi Weng und Kerttu Niskanen jetzt zusteuern. Niskanen dritte in Stockholm, ihr erstes Podiumsresultat überhaupt in ihrer jungen Karriere. Das ist der, der dann auch genutzt werden kann zum Skitest. Sehr gut angelegt, das ganze Areal, auch wenn man über die Streckengestaltung noch einmal nachdenken muss. Was für die US-Amerikanerinnen gilt, die einen großen Sprung gemacht haben, gilt auch in der Breite für die finnische Mannschaft unter Magna Dorn, die im Damenbereich mittlerweile nicht nur Lahtenmäki als Nachrückerin haben, sondern eben mit Niskanen und Kühlen einen sehr großen Sprung gemacht haben. Auch Kühlen, die in dieser Verfolgergruppe ist, in diesem Winter gleich mit 14 Einzelresultaten in den Top 10. Das ist absolute Weltklasse und folgerichtig ist sie mittlerweile auch in den Top 10 im Gesamtweltcup angekommen. Derzeit siebte. Hier die Führende in diesem Weltcup-Finale. Das ist Marit Björgen. Auch sie, weil ich kurz über den Sprint gesprochen habe, hat ja eine Vergangenheit im Sprint. Ihr erstes WM-Gold 2003, vor 10 Jahren, hat sie im Sprint geholt bei den Weltmeisterschaften. Gab damals eine lange, lange Dominanz von ihr. 2 Jahre lang, sowohl im klassischen als auch in der freien Technik, hat sie kein Sprintrennen verloren. Und dann ging es gegen Virpi Kuitun damals in Reit im Winkel, glaube ich, mal daneben. Und dann hat sie erstaunlicherweise, das war eine Riesensensation, ich erinnere mich an die Weltmeisterschaften in Oberstdorf, keine Medaille geholt, war nicht in den Top 16 im Sprint bei diesen Weltmeisterschaften. Aber sie hat sich rehabilitiert, gewann damals dort den 30er. Und seither, sagen alle, ist sie jetzt schon eine lebende Legende, hat Bente Skari, die vorher in etwa auf diesem Niveau war, bei den Norwegern abgelöst. Ich habe über die norwegischen bzw. skandinavischen Meisterschaften gesprochen. Sie sehen es hier am Tableau, es sind nur 2 Europäerinnen, Mitteleuropäerinnen, die da ein bisschen hineinmischen. Das ist zum einen Orangeon, die einen großen Sprung gemacht hat. Ähnliches, was wir erfreulicherweise über Denise Herrmann sagen können, die im Gesamtweltcup im letzten Jahr war sie 39. jetzt auf 12 gerutscht ist. Gilt auch für Jean, die Französin, die ja viel über ihre Armkraft macht. Sie hat sich um 20 Positionen verbessert, ist mittlerweile sehr, sehr oft da vorne in den Top 10 zu finden. Während das einsame Rennen von Marit Björgen weitergeht. Schade, dass die große Polin Justyna Kowalczyk jetzt dann auf diesen Start hier heute verzichtet hat. Sonst wäre das sicherlich auch noch ein bisschen attraktiver und spannender da vorne in der Renngestaltung geworden. So sind die Abstände selbst für Top-Läuferinnen wie Therese Johaug zu groß. Sie kann nur darum kämpfen, diese 1 Minute und 19, die als Vorgabe und Rückstand bei diesem Jagdstart ihr auf den Weg gegeben worden sind, hier kleiner werden. Aber das sehen Sie selbst, wird schwer und es ist kaum noch Zeit, das Ganze auf diesen letzten 2 Kilometern hier noch auszubügeln und Marit Björgen zu attackieren. Ihr ist dieser Weltcup-Finalerfolg kaum noch zu nehmen. Das Podium steht fest, wenn jetzt kein Unglück geschieht. Und das wünschen wir natürlich keiner der Läuferinnen, die wir hier auf dieser 3,3 Kilometer Schleife, die sie jetzt zum letzten Mal laufen, sehen. Also auch da noch einmal Verbesserung. Nur noch 55 Sekunden. Mittlerweile fast eine halbe Minute gut gemacht von Therese Johaug. Und auch Charlotte Kaller schiebt sich noch ein bisschen heran, auch wenn ihr Rückstand jetzt wieder größer geworden ist auf Platz 1. Ist ja in Östersund zu Hause und hat mit dieser schwedischen Mannschaft, wie gesagt, in diesem Jahr nicht immer, aber zumindest bei den Höhepunkten dann auch ihre wichtigen Resultate setzen können. War 2-mal Silbermedaillengewinnerin im Teamsprint und eben auch mit der Staffel, auch wenn sie eine lange Zeit nach dem ersten Start in Gällivare ausgesetzt hat wegen Erkrankung, ist dann erst zur Tour wieder in den Weltcup zurückgekehrt, dann am Ende mit Platz 7. Letzter Besuch am Mörderbacken, zumindest innerhalb eines Wettkampfes in diesem Jahr. Für die Norwegerinnen und Norweger geht es jetzt fast noch einen Monat lang weiter. Steht Teil 2 der norwegischen Meisterschaften an, da wird Marit Björgen traditionell natürlich mit dabei sein. Ist ein großes Fest und viele Showrennen jetzt in den nächsten Monaten, wo noch einmal
bei den langlaufverrückten Norwegern Gelegenheit ist, auch die Stars mal aus der Nähe irgendwie zu erleben. Nicht nur innerhalb des Weltcups. Es ist das letzte, es ist das 31. Rennen in diesem Winter. Und die beste Läuferin der zurückliegenden Weltmeisterschaften. Man muss wirklich sagen, eine lebende Legende, Marit Bjørgen, ist auf dem Wege, sich auch diesen Triumph hier im letzten Rennen zu sichern. Zusammengerechnet mit Staffelerfolgen und Einzelerfolgen wird sie wahrscheinlich es noch schaffen, sogar einmal die 100 Weltcup-Siegegrenze zu knacken. Unvorstellbar. Davon ist Therese Johaug, die 5 Einzelsiege auf dem Konto hat, in puncto Weltcup noch ein ganzes Stück entfernt. Auch wenn sie absolute Weltklasse verkörpert, zu einer Marit Bjørgen ist es dann doch noch ein ganzes Stück. Platz 1, 2 und 3 in einem Rennen, in dem wenig durcheinander gemischt wurde. Im Klassement für Charlotte Kalla, die wir hier sehen, gab es 3 Podiumsplätze nur in diesem Winter. Alle 3 innerhalb dieser Mehretappenrennen, das heißt also innerhalb der Tour de Ski, beziehungsweise jetzt eben hier mit Platz 2 im Prolog in Falun beim Weltcup-Finale. Und für sie gibt es schon Gelegenheit, ein bisschen zu feiern. Das ist das Zielareal von Marit Bjørgen. Wir haben ja in den letzten Tagen einige kuriose Varianten norwegischer Fahnen gesehen. Mal gucken, ob es Gelegenheit gibt, für sie auch eine aufzugreifen hier vom Rand. Vielleicht erinnern Sie sich an das Rennen am Holmenkollen, wo die kleine Therese Johaug mit der XXL-Variante doch ein bisschen überfordert schien. Da sind zwar norwegische Fahnen, aber Marit Bjørgen nutzt die letzten 150 Meter jetzt doch nicht mehr und läuft dann relativ einsam ins Ziel hinein. Das ist die Zweitplatzierte, die Läuferin der besten Nation, der überragenden Nation auch dieses Skiwinters bei den Weltmeisterschaften. 8 Gold, 4 Silber, 4 Bronze. Was für ein Abstand, mehr als alle anderen Nationen zusammen. Und die beste und stärkste Läuferin bei den Frauen ist Marit Bjørgen und setzt hier an diesem 24. März im 31. und letzten Rennen dieses Winters ein dickes, dickes Ausrufezeichen dahinter. Gratulation an die Weltcup-Finalsiegerin Marit Bjørgen. Ja, die ist das Jubeln gewohnt. Wie oft haben wir Marit Bjørgen mit hochgerissenen Armen auf der Zielgeraden gesehen? Es gab in der Tat sicherlich bei den Weltmeisterschaften noch mehr Euphorie von ihr. Sie hatte natürlich während des Rennens, und sie ist, ich sag's nochmal, mit einem Vorsprung von 1 Minute und 19 Sekunden in dieses Rennen hineingegangen. Natürlich Informationen vom Trainerteam. Sie wusste, sie hat noch einen beruhigenden Vorsprung und es war auch gar kein Grund da, jetzt darauf zu gucken, dass der Abstand in Sachen Zeit möglichst groß bleibt. Therese Johaug kann sich freuen, dass sie ihrer großen Konkurrentin und Freundin ein paar Sekunden abgeknapst hat, aber den Sieg kann sie ihr nicht nehmen. Trotzdem auch ganz starke 4 Tage noch einmal von Therese Johaug nach Platz 15 im Sprint, 11 im Prolog, gestern Zweite, heute auch wieder Zweite und in der Gesamtwertung Zweite. Und Charlotte Kalla setzt ein sehr, sehr versöhnliches Ende unter diesen Weltcup-Winter. Kam schwer hinein, ich habe über die Krankheitsausfälle gesprochen und jetzt hat sie sich gleich 3 Podiumsplätze hier noch einmal während der Tour gesichert und insgesamt eben auf Platz 3 vom letzten Winter bestätigt. Die Skandinavierinnen jubeln in Schweden, hier in Dalarna, mitten im Land, gut 2,5 Autostunden von der Hauptstadt Stockholm entfernt. Und da kommen die Nächsten hinein, da gibt es nochmal einen Zweikampf. Hedi Weng ist da aufgetaucht im Duell hier auf den letzten Metern, im Duell mit Kerttu Niskanen. Noch ein bisschen gefightet, aber am Ende war für Niskanen schon zu sehen, dass Hedi Weng da besser unterwegs war im letzten Jahr. Wie gesagt, hier mit Platz 2 ihr Durchbruch und jetzt noch einmal als Vierte ebenfalls mit einem starken Resultat. Hat auch noch mal ein bisschen Boden gut gemacht in der Gesamtwertung. Die nächste Norwegerin mit Astrid Jakobsen von Platz 8 auf Platz 6 gesprungen. Auch wenn wir immer sagen müssen, dass sich die Resultate auch deswegen für alle etwas freundlicher gestalten, jetzt hineinkommen, weil natürlich Justyna Kowalczyk vor diesem Rennen abgesagt hat. Jetzt geht es hier um die Plätze 7, 8 und 9 und dann wäre die Chance da für Katrin Zeller auf 10. Aber Sie sehen es selbst, keine so gute Position. Die anderen haben jetzt den größeren Punch auf dieser letzten Zielgeraden. Trotzdem ein gutes Weltcup-Finale, auch wenn sie hauchdünn an den Top 10 vorbeischrammt als 12.
und damit mit Abstand beste Deutsche hier bei diesem Finale der besten Skiläuferin wird, das dominiert wurde. Einmal mehr. Nicht von den Deutschen, sondern von den Norwegerinnen, vor allen Dingen mit einem Doppelerfolg. Marit Bjørgen, die beste Läuferin dieses Winters, gewinnt vor Therese Johaug.